Moin Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal Just Say. Heute geht es mal darum, wie ich finde, dass sich YouTube von früher zu heute verändert hat. Viel Spaß! So, da dieser Kanal ziemlich neu ist und ich ziemlich wenig Videos bisher darauf gemacht habe, gibt es noch kein Intro für diesen Kanal, das kommt aber bald. Heute soll es mal im kurzen Stil darum gehen, wie ich finde, dass sich YouTube verändert hat, und zwar fand ich, dass es früher einfach viel mehr darum ging, dass irgendwelche Leute sagen, yo, ich hab Bock Videos zu machen, und zwar egal was, ja, wo wir Bock zu haben, wo ich Bock zu habe und egal wann, egal wie, Hauptsache es ist irgendwas, was ich hochlade und was ich für meinen Teil gut finde. Heute geht's einfach immer nur noch darum, YouTube ist zu so einem Beruf geworden, zu so einer Firma, zu so einer Berufung irgendwie. Ja, das heißt, ja, du musst Qualität liefern, du musst liefern, du musst machen, was die Zuschauer wollen. Es ist wie so ein Fernsehsender. Das ist, hat immer mit Geld zu tun heutzutage. Du richtest dich nach irgendwelchen Zahlen, nach irgendwelchen Werbeverträgen, nach irgendwelchen Firmenverträgen. Du stehst hinter irgendwas, du musst das machen, wofür du stehst. Bestes Beispiel ist Bibi, ja. Ich meine, sie repräsentiert YouTube, weil sie diejenige ist, die meistabonnierteste YouTuberin mittlerweile auf YouTube ist. Ich frage mich, woran kann man besser sehen, wie YouTube sich ins Negative verändert hat, als an ihr? Ich meine, Entschuldigung, ich kenne sie als Person nicht, ja. Aber ich kenne sie als die Person, als die sie sich gibt, wie sie im Internet auftritt. Und das ist einfach nur dämlich, ja. Sie ist geldgeil, abogeil, sie guckt auf die Zahlen, sie guckt, womit sie Werbung machen kann, womit sie Geld machen kann, macht einen Song, der so bearbeitet und geklaut ist, schlechter geht es nicht, bringt irgendeinen Duschschaum raus, ja, damit sie noch mehr Geld bekommt, und dann claimt sie Concrafter oder ihr Netzwerk, angeblich kann sie da ja nichts für, Concrafter wegen dieser beschissenen 53 oder 58 Sekunden, nur weil sie da drin vorkommt. Ja, klar sage ich, ah, das ist scheiße, weil ich darin vorkomme, finde ich jetzt nicht so geil gemacht von dir, kannst du mal bitte rausgehen, aber ich claim den noch nicht als normaler Mensch. Sie, ja, sagt, nö, ist meins, kriege ich Geld für. Jetzt kriegt sie das ganze Geld. Sie, ihr geht es doch gar nicht darum, was jetzt rechts ist oder nicht. Hauptsache, sie sucht noch irgendwelchen Lücken, ja, wo sie noch Geld rausnehmen kann. Und ich finde das so armselig. Ich meine, guck mal, alleine schon, wenn ich jetzt hier vorsitze, vor dieser Kamera, mir ist es jetzt gerade scheißegal, und auch in diesem Meinungsformat ist mir scheißegal. Bei diesem Kanal kann ich es machen, weil es mein Kanal ist, wo ich Bock drauf habe. Ja, nicht mein Hauptkanal. Auf dem Hauptkanal möchte ich Qualität liefern oder beziehungsweise auch hochwertigere Sachen machen, wo ich schneide und bearbeite. Aber hier möchte ich einfach nur meine Meinung sagen. Ja, und es geht einfach auch wieder darum, egal was ich mache, egal was ich sage, es kommen immer irgendwelche Leute, die sagen, wie siehst du aus, ja, was machst du hier, bla bla bla, wozu bist du hier, letztens habe ich gelesen, wie weit kannst du noch deine Augen auseinanderdrücken und so ein Scheiß, nur weil ich ein Video über Tanzverbot gemacht habe. Es ist ja im Prinzip egal heutzutage, was du machst und tust, irgendwer findet sich immer, der sagt, das ist scheiße. Klar gab es das früher auch schon, aber es wird immer alles so ins Lächerliche gezogen. Und ganz ehrlich, wenn man mal ganz ernsthaft dahinter blickt, ja. Egal, was ich sage, egal, wie ich mich gebe, es gibt immer Leute, die da drauf aufspringen, was andere Leute machen. Ja. Ich finde es bescheuert, was Bibi sich da leistet, oder allgemein, was sich Leute leisten, die meistens in die Trends kommen. Ja. Warum macht man so etwas? Ich verstehe so viele Sachen nicht, die heutzutage auf YouTube passieren und mit YouTube in Zusammenhang gebracht werden. Ja, das kapiere ich einfach nicht. Und ich muss einfach mal noch einen Spruch vom
Jahresanfang nehmen. So, danke dafür, Bibi. Ja, und da werden jetzt auch wieder viele unter die Kommentare schreiben, ja, geklaut, lächerlich, warum machst du denn die Fresse auf und so. Ich sehe das schon kommen, wie manche Leute hier so vor dem Bildschirm sitzen und wieder in ihrem schlechtesten Deutsch irgendwas ohne Punkt und Komma hinschreiben. Leute, wenn ihr Kommentare schreibt, ob es Hate-Kommentare sind oder nicht, irgendwelche, dann gebt euch doch wenigstens mal Mühe bei dem Formulieren von irgendwelchen Sätzen. Das gilt jetzt nicht für die Allgemeine, aber für manche Leute, die unter meine Videos schreiben, auch hier und auch auf meinem Hauptkanal, wenn es nur Fragen sind an mich, ja, manchmal, und ich meine jetzt nicht, ich bin jetzt kein Fanatiker, der sagt, jeder Satz muss Punkt und Komma und groß geschrieben sein, aber viele Kommentare von mir sind einfach so formuliert, da blickst du nicht mehr durch. Ja? Du blickst da nicht mehr durch, du kannst nicht mehr sehen, was will dieser Mensch? Man muss sich diese Punkte und Kommas und großgeschriebenen Anfangssätze denken, damit man auch nur irgendwas rauskriegt. Und das sind meistens diese Leute, die diese Videos nicht mögen, die einfach haten. Diese 11-jährigen Kinder, die sich denken, nee, die sind noch jünger. 8, 7, manche haben mit 6 schon ein Handy und manche können sich das... Leute, ganz ehrlich, wenn man mal überlegt, was war YouTube früher? Früher war YouTube so aufstrebend, ja, YouTube war neu, geil, schön, jeder konnte machen, was er will, es hat keinen interessiert, was der andere macht, und wenn es ihn interessiert hat, dann fand das gut, ja, heute springen alle auf eine Hypewelle auf, oh. Und heute haben so viele Kleinkinder schon Handys und können sich das angucken, was auf YouTube ist. Und ganz ehrlich, Leute, die sagen, Internet macht klug, Internet hilft, in den meisten Fällen leider nicht. Ja. Und wie gesagt, ich sehe es schon kommen, wenn ich dieses Video beende, wie sich wieder viele Leute darüber aufregen werden, dass ich mich hier drüber aufrege. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. In diesem Sinne, ein frohes neues Jahr, denn morgen ist wieder soweit, morgen ist wieder Silvester, morgen Abend. Ja, macht euch einen schönen Abend noch heute. Abonniert auch gerne meinen Hauptkanal, wenn ihr auf Sprechen steht oder auf Sachen mit der Stimme gemacht. Ja, ich meine, Synchronsprechen oder Singen oder einfach nur Texte vorlesen, die von mir oder von anderen Leuten sind. Ja, abonniert gerne meinen Hauptkanal oder auch diesen hier, wenn euch dieses Meinungsformat gefällt. Denn ich schneide bei diesen Videos nicht, weil ich gerne diese Echtheit meiner Person gerne rüberkommen lassen möchte. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.